So, dritter Versuch. Es ist wie verhext heute. Die erste Aufnahme habe ich komplett abgebrochen und gelöscht, weil da das Telefon geklingelt hatte. Und dann habe ich mit der zweiten Aufnahme gestartet. Dann hat wieder das Telefon geklingelt. Eben hat es an der Tür geklingelt. Jetzt hoffe ich, ist endlich mal alles erledigt, dass wir mal vorwärts kommen hier mit der Quest. Tut mir leid. So, mal auf. Hä? Ja, nicht her. Mal auf. So. Und der Waldkauz-Hexertrank, der ist auch irgendwie verbuggt. Habe ich eingeschmissen und der zeigt irgendwie immer noch an da oben. Okay, wer ist das denn da? Fugas. Wie heißt du, Mädchen? Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe dort oben etwas zu erledigen. Lass uns einfach durch. Du befiehlst mir? Du? Ein Mensch? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Der Orden der Verächterin. Ein Todesurteil. Sau. Ziemlich harter Kerl. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlerit, du die Mumen. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Schnick, schnack, schnuck. Unentschieden. Verdammt! Wir spielen nochmal. Imlerit ist gefährlicher als die Mumen. Ich sollte gegen ihn kämpfen. Ich bin nicht schwächer als du. Wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Hör auf mich. Nur dieses eine Mal. Aber... Kein Aber. Gut. Sei vorsichtig. Du auch. Können wir nicht erst zusammen die Mumen kalt machen? Ja. Ich muss da runter. So. Amulett von Triss. Dann gehen wir mal. Ach Mist. Ich muss wohl springen. Du bist ja nicht ganz dicht, Mädchen. Hast du nicht noch einen anderen? Nee, ne? Nee. Na toll. Hopp. Knapp an der Kante vorbei.
Mehr Fleisch. Na, hätte ich vielleicht nochmal abspeichern sollen. Wie war er? Er lebte ein Leben der Liebe und kannte keine Bitterkeit. Abrechnung. Willkommen, Kind vom älteren Blut. Wir wussten, du würdest zurückkehren. Dein Geschmack liegt noch auf unseren Zungen. Genug geschwätzt. Ups. So, ihr beiden. Drei. Ich mach erstmal eine komplett fertig, ja? Wow, wow, wow. So, zum Glück heilt sie sich wieder. So, die eine ist down. Autsch. Hier und jetzt. So, schön konzentriert bleiben, ein bisschen aufladen. Was hast du da geschmissen? Ja. Ah, toll, genau reingesprungen und betäubt. Schade, das war aber knapp für dich, Mäuschen. Nummer 2 ist down. So, was ist das für eine Truhe? Kessel, kann ich damit was machen? So. Du wirst sterben. Hier und jetzt. Böses Mädchen. Ah,
Abstand, Abstand. Du wirst sterben. Hier sieht und aus, jetzt. Siri. Ups, momentan out. Du sterbst heute Nacht. So, aufpassen. Böses, böses Mädchen! Ja, du wirst sterben! Hier und jetzt! Du sterbst heute! Sauber, das war die dritte. Ich hatte Angst, dass Siri stirbt. Ich mich erschreck gerade. Imlarit ist bestimmt auf dem Gipfel. Ja, gehe ich auch von aus. Ich werde hier nochmal eben zwischenspeichern. Ich bin nämlich einfach mal tierisch neugierig gerade. Einmal was den Türsteher hier angeht, ob ich da sein Scheiß irgendwie noch plündern kann. Nee. Schade. Doch, hier. Gehen wir mal gucken. Nee, Sackgasse, leider. Noch was nebenan? Nee, komm. Schade. Ich wäre sehr neugierig, was die Mumen so an Ausrüstung hätten. Okay, es war 23 Uhr, jetzt ist es 21 Uhr 47. Ups, fast abgestürzt. Nicht hier. Ah, okay. Und der Mast. So, bevor ich da weitergehe, einmal kurz Kunden so ein bisschen. Okay, das ist die Rückseite. Von da aus scheint es also wieder irgendwie hoch zu gehen. So, dann wollen wir den Partygast mal nicht warten lassen. Schwarzes Einhorn, gucke mal. Was man nicht alles findet, wenn man doch noch mal gucken geht, ne? So. Ein paar Blumenpflücken für unterwegs. Kleines Gastgeschenk hier. Ah, das ist der Gockel hier auf der Rückseite, vor dem ich damals mal fliehen musste.
Magie. Ein Ort der Macht. Halt doch mal still hier. Gewinn Zeichenintensitäten. Ja, sehr cool. Und wo wir gerade da sind, ich habe irgendwie 10 Punkte zusammen. So, wo bin ich jetzt da? Quinn, da. Erhöht die Intensität des Quinn-Zeichens um 0,5. Großes Grünes, großes Blaues, großes Rotes. Noch 3, damit ich das kriege. Art, Zeichenintensität. Guck mal, das kann ich doch nochmal verbessern. Art, Stoß. Täuschung. 5% des absorbierten Schadens werden auf den Angreifer zurückgeworfen. Das ist natürlich auch nice. Art bewirkt jetzt Schaden. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich würde da schon irgendwie nochmal einen Zauber reinnehmen wollen. Stößt Gegner zurück und bewirkt Schaden mit Chance auf Niederschlag, wenn er zerbricht. Ich glaube, das hier, das ist echt hilfreich. So, großes blaues Muttergehen. Nice. Das sieht doch schick aus. So, noch einmal abspeichern hier. Hat sich verkackt, dass ich da nicht alles neu irgendwie da auswählen muss. Auf geht's. Die Schwestern sagten, du würdest kommen. Sie haben es auf dem Wasser gesehen. Das Mädchen haben sie nicht gesehen. Aber sie ist mit dir gekommen, oder nicht? Das geht dich gar nichts an. Ich bin alleine hier. Eine Lüge, die nichts ändern wird. Erst du, dann sie. Wäre ich mal im Bett geblieben? Komm ran, Junge. Ups, vorbei. Ha. Autsch, autsch. Wieder vorbei. Autsch. Gestank.
Okay. Lass mir dich mal kommen. Okay. Irgendwie parieren, blocken ist nicht. Mir, was du zu bieten hast. Scheiße. Okay. Na komm. Da hätte er mich haben können und haut zweimal ins Leere. Da ist der flott. Wow, wow, wow. So, Junge. Muss man kurz mal ein bisschen aufpassen. Autsch. Yeah.
bei Gwen bleiben. So zu kämpfen. Der Hexer, den du erschlagen hast. Viel zu seiner Eitelkeit. Jetzt sieht er aus wie Freddy Krueger. Wir haben's geschafft. Gerade so. Wie lief's da unten? Ich habe nur zwei der Mumen getötet. Die dritte ist geflohen. Mit Wesemirs Medaillon. Meinem einzigen Erinnerungsstück. Du hast Wesemir gerecht. Avalach sagt, Rache ist nur dann süß, wenn sie kalt serviert wird. Er hat Unrecht. Jetzt müssen wir noch Eredin finden und töten. Ein Urin für deine Gedanken. Was soll ich nur Yennefer sagen, wenn wir wieder in Novigrad sind? Sag ihr die Wahrheit. Immer. Ob Triss und Yennefer die Zauberinnen der Loge gefunden haben? Wir sollten wieder zu ihnen stoßen. Nicht so schnell. Ich bin alt. Ich muss mich erst ausruhen. Hm. Das bist du und das sollst du. Lass uns noch etwas bleiben. Okay, sprich mit Ciri, wenn du zum Aufbruch bereit bist. Dann werde ich mich hier nochmal kurz umschauen. Aber was hat liegen lassen? Da liegt er. Magische Eiche. Aber der Kopf ist noch zu sehen. Im Video ist er ziemlich zerplatzt. Also die ganzen Party-Bitches sind auch abgezogen, oder wo sind die? Austertfeuer. Party ist zu Ende. Okay, das Feuer geht nicht aus. Ah, da war ich. Gut, da geht's jetzt. Na egal. Was für ein Ausblick, oder? Ist das die Reuseninsel? Mit dem Turm? Müsste eigentlich. Weltkarte. Ja.
So, hier nochmal den Ausblick genießen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich hier nochmal wieder herkommen werde. Das da müsste die Plackerei sein. Gerade rüber. Ja, guck mal hier, da haben wir doch hier irgendwo den Hund gerettet. Hier runtergeführt und dann einen kleinen Schatz bekommen. So, dann müsste da ganz hinten irgendwo die Burg des Barons sein. Aber das ist zu weit. Ich würde sagen, wir sind auch fertig und machen direkt weiter. Mit der nächsten Folge. Viel Spaß weiterhin und ciao.